Einen fröhlichen 13. Dezember, liebe Leute. Da hinten hockt die Mausi und schafft rum. Aua, ich habe gerade mein Geschenk ans Bein geschmissen bekommen. Das habe ich geschenkt bekommen. Denn ich liebe Marzipanbrot mit Schokolade außenrum. Und das Thema heute sind Dinge, die ich nicht mag, die ich hasse, gegen die ich eine Aversion entwickelt habe. Auf Platz 1 steht bei mir Kaffee. Ich mag keinen Kaffee, also Kaffeegeschmack widert mich an. Alles, was mit Kaffee ist, ist ekelig. Das war früher ein bisschen schlimmer, wie es jetzt ist, aber ich mag es immer noch nicht. Kaffee mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn jemand sauer wird. Vor allem bei Frauen mag ich es nicht, wenn die anfangen hochzudrehen und Fistelstimmen bekommen. Das ist richtig eklig. Ich mag es nicht, wenn mich jemand im Straßenverkehr auf meine Fehler hinweist. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann will ich, dass die Leute, so wie ich auch, nicht hupen, sondern einfach weiterfahren und mich verfickt nochmal fahren lassen, sonst die aus dem Auto. Weil wenn andere Fehler machen, dann hupe ich nie. Ich halt an, lach freundlich, alles cool. Egal wie krass es ist, ja. Die Leute fahren mir fallen in den Kreisel rein und ich muss eine Vollbremsung machen, dass ich nicht gegen die fahre. Aber ich lache einfach, wink und alles cool. Aber wenn mir das passiert und mich jemand anhupt, dann muss ich meine Mäuschen festhalten, dass ich nicht raussteige und denjenigen aus seinem Auto ziehe. Sonst mag ich alles. Und mein Haar steht einfach hoch. Look at this, Harry. Ich mag es nicht, wenn man sich über Kleinigkeiten aufregt. Also so unnatürlich stark aufregt über Kleinigkeiten. Sowas hasse ich. Wenn ich irgendwie was verschütte oder sowas, dann denke ich mir, naja, dann wische ich mir den Socken auf und gut ist, verstehe ich. Hallo. Mir gefällt es generell nicht, wenn Leute übertreiben. Ich mag es nicht, wenn Leute nicht nachdenken. Und nicht mal beim Sprechen, sondern bei allem. Wenn man nicht nachdenkt, das mag ich nicht. Das ist ganz unangenehm, wenn jemand nicht nachdenkt und dann kommt irgendein Quark. Natürlich ist es jetzt schwierig. Quark. Natürlich ist es jetzt schwierig, wenn das der Dummschwätzer erzählt. Der Dummschwätzer. Aber ihr wisst, was ich meine. So im wahren Leben muss man doch schon ein bisschen nachdenken. Verdammt, ich noch einmal. Ich habe jetzt einen Gast. Mami! Man merkt, dass ich eigentlich ein ziemlich gechillter Mann bin, denn... Denn mich stört nicht so viel. Also mich stört gar nicht so viel. Ja, das war's eigentlich. Wahrscheinlich stört mich voll viel, aber ich weiß es jetzt nicht. Weil es mich stört, wenn ich weiß, was mich stört. Ja, das war's soweit. Entschuldigung, dass es wieder so ein kurzes Video ist. Mir fällt einfach nichts ein. Mir fällt einfach nichts ein.